und herzlich willkommen zurück zu Parkline 4. Und ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber wir werden jetzt Rennen fahren. Hallo, ich habe eine Nachricht bekommen, dass mich hier jemand treffen wollte. Hallo, hallo, hallo. Sharma Salsa, Gründerin, Leiterin und Besitzerin der internationalen Filmgesellschaft von Kürat. Sowie der Regisseur- und Schauspielergewerkschaft von Kürat. Schön, dich kennenzulernen, Darling. Ich freue mich. Die Freude ist ganz meinerseits, Dummerchen. Man trifft nicht jeden Tag so einen erstaunlichen jungen Mann. Ein bisschen zu kurz. Du erinnerst mich an den großen, legendären Ritin in Riti Kapoor. Einen der besten im kuratischen Film. Aber das ist lange her. Ich mag die kuratische Filmszene immer noch. Versteh mich nicht falsch. Aber die kriegt einfach keine Zuschauer mehr. Oder Gelder. Go, Bro! Da sind die Zuschauer heute. Von Klippen springen, mit dem Quad durch den Fluss rasen, epische Abgänge. Ja. Das machst du eh alles umsonst, oder, Süße? Ich will nur, dass du dich bei ein paar Rennen filmst, die ich organisiert habe. Ich produziere. Wir laden das fertige Produkt hoch und sehen zu, wie das Geld reinströmt. Na, also, klar. Du wirst ein großer Star. Schnell die Tür wieder zu machen. So, ja. War wahrscheinlich nur die Einleitung. Ich dachte, wir fahren jetzt ein Rennen. Aber naja. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt. Moment, ich habe mir was ausgedacht. Wir gehen nämlich hier hin. Beziehungsweise wir fahren da hin. Im Quad. Ja. Geil. Oh. Letztens letztens die Closed Beta von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands gespielt. Ja, geil, was machen die eigentlich für einen Kack? Das war schon ganz schön geil. Also, ich fand's echt cool. Vor allem, wenn du im Auto da fährst, ne, dann driftet der so um die Kurve. Das ist voll cool. Ich muss nicht mal viel machen, nur die Kurve denken. Da kann sogar ich durchkommen. Aber das ist echt unfassbar. Einfach dieses Sneaky und. Was ist denn hier los heute? Oh lol, what? Mit diesem Sneaky sein, das ist total geil. Und dann mit der Drohne da gucken, wie die Gegner sind. Einfach mega geil. Was ist das denn hier? Beerdigung? Erweist du den Familienrespekt? Das ist beeindruckend. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja, ich sah noch nie, dass jemand die Asche seiner Mutter herumträgt. Ist voll süß. Ob die Beerdigung meines Vaters auch so war? Ich war zu jung. Aber sein Tod teilte den goldenen Pfad. Die Dinge sähen anders aus, wäre er im Kampf gestorben. Doch so war es nicht. Er wurde ermordet. Ihre Stimme ist voll geil. Ermordet? Was ist passiert? Ich weiß nur, dass er zu Hause starb, östlich von Banapur. Es ist noch da. Vielleicht gehst du einfach mal hin und fragst nach ihm. Sei vorsichtig. Das Gebiet gehört jetzt nur. Oh. Ich muss gehen. Ist voll süß. Die Leute sterben schneller, als wir sie verbrennen können. Sind Sachen. Die ganze Asche macht das Wasser in See sauer. Und hier vorne? Ah, Tatsache. Das ist schon der Kugel. Ah,
denn hier? Weil wir haben einen Fähigkeitspunkt. Oh, komm, wir haben das gar nicht gelesen. Mangsö 1985, ich konnte sie nicht beschützen. Meine einzige Pflicht war es, die königliche Familie zu beschützen. Und ich habe versagt. Die Nationalisten haben mitten in der Nacht den Palast gestürmt. Sie brachen mit Sprengstoff durch das Haupttor und sprengten sich den Weg mit Handgranaten frei. Ich war in der Haupthalle stationiert, aber die Schockwelle hatte mich umgeworfen. Sie stürmten einfach an mir vorbei in die königliche Schlafgemächer. Dann hörte ich 5 Schüsse. Mir wurde schwer ums Herz. Und den König wird Kyrat sicher in Anarchie versinken. Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. 1986. Heute gab es wieder einen brutalen Kampf gegen die Nationalisten. In ihren Reihen kämpften ausländische Kriminelle und sie verfügten über amerikanische Waffen. Der Monsunregen wird lange brauchen, um das Blut von Tirthas Straßen zu waschen. Ich kam lange nach Sonnenuntergang nach Hause und kroch zu Ishwari ins Bett. Ohne sie wären wir verloren. Sie spricht direkt mit dem Herzen der Menschen. Sie erinnert mich an unsere ersten 4 gemeinsamen Jahre nach der Hochzeit. Wir waren nicht reich, aber glücklich. Es herrschte Frieden. So vieles hat sicher verändert. Okay. Von der Hitze nicht entkommen. Alles klar, was machen wir jetzt? Was ist das hier? Unbekannte Orte? Können wir da mal hin? Gucken? Was ist? Und dann da so hin? Gucken, was da ist? Ich würde so vieles hier gern machen. Wir gehen da jetzt hin. Bisschen joggen gut auf. Ich habe über mein Image nachgedacht auf der Weltbühne und ich glaube, was mir fehlt, sind berühmte Freunde und Bekannte. Du weißt schon, ein Besuch von Dennis Rodman. Vielleicht kann ich Beckham überreden, mit Galaxy gegen meine besten 11 anzutreten. Etwas klischeehaft, schätze ich. Ein Popstar? Wenn J-Lo dem Diktator von Turkmenistan Happy Birthday vorsingt, dann werde ich doch wohl einen verblassten Star von vorgestern kriegen können. Ach, mal sehen, wie viel Kenny verlangt. Folgst du ihm auf Twitter? Der ist Gold. Ich würde gern mal ein Schwätzchen mit dem Knaben halten. Stimmt, das tut mir nicht. Ja, aber so eine Scheiße, das interessiert mich doch nicht. Kack. Schon um Wasser, um Luft. Um Wasser. Da irgendwo diese Muske sein. Ja, super. Ein Boot ist da auch irgendwas. Scheiße. Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Ja. Wo ist denn der Fisch jetzt hin? Weg. Na gut, dann gehen wir jetzt halt. Drüben hin. Wie kommt man denn da jetzt hoch? Nicht dahin.
ich höre dieses... Ach, da ist die Maske. Na, ich wollte den Typen jetzt nicht durchsuchen, sondern die Maske nehmen. So. Ja, ich bin verstanden. Ich bin verstanden. Ja gut, vielleicht kommen wir da dann nicht hin. Also hier gehen 15 Minuten immer so schnell rum, ne? Das ist der Shit. Was machen wir denn als nächstes, hm? Bin für das hier, was auch immer das ist. Gehen wir hier hin. Ja. Sorry. Echt komm, ein Rennen machen wir noch. Ich bin nur froh, dass ich es nicht bin. Gib alles, was du hast. Ich filme dich vom Streckenrand aus verschiedenen Blickwinkeln. Zusammen machen wir reine Magie und Geld. Wow. Das Rennen fahren. So ein Zeitend. Ganz schrecklich. Also da noob ich echt meistens immer rein. Wäre ich nicht schon noobig genug, ne? Ich muss den Rennen fahren. Auf mit dem Scheiß jetzt. Das ist ja voll da, ey. Das ist nicht so ganz. Und jetzt ist er weg. Ah ne, da fährt er noch. Lalalala. Keine Fahrhilfe. Hallo, ich muss hier noch. Das ist ja voll viel Zeit verschwendet. Ne? Zum Arsch. Ich hab Bronze gekriegt. Naja, Herausforderung ist beendet. Also, kann mir niemand was. So. Was ist das hier oben? Außenpostenmeister. Aber was auch nochmal machen? Ja. Alles reiner. Herr der Miet. Weil ich das auch so gut hingekriegt habe. Falls ihr euch erinnert. Und ich glaube, das tut ihr. Scheiße, 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 hilft dir da auch nicht mehr.
Ja, mach das mal. Wird aber nicht klappen. Ja, warte noch, ey. Wow. Der hat mich voll erschrocken. Da kommt der da so hoch. Und so, hä? Was? Ja, easy, ne? Hilbank. Entdeckt, ja. Laus Blödsinn. Ich mag die Fliegen nicht. Die Fliegen, die Bienen. Nicht. Jetzt müssen sich die Sklaven in der Stadt der Schmerzen angeblich schon gegenseitig auspeitschen. Fuck. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein.